Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei Donau TV. Die letzte Plenarsitzung vor den bayerischen Kommunalwahlen wurde natürlich genutzt, um noch einmal grundsätzliche Positionen und populäre Maßnahmen zu platzieren. Dazu gehörte auch die Neuregelung des Abgeordnetengesetzes. Über alle Parteigrenzen hinweg setzt man jetzt auf Transparenz und Kontrolle durch den Rechnungshof. Bayern verfügt jetzt über eines der schärfsten Abgeordnetengesetze. Wir können es unter das Motto stellen: Wir wollen Transparenz schaffen. Mit einem besonderen Ethos vorangehen. Ein Abgeordnetengesetz sorgt für Transparenz und für klare Regeln. Ein weiteres Thema wird kontrovers gesehen. Die SPD will öffentliche Aufträge zukünftig nur an Tarifpartner erteilen lassen. Kein Lohndumping auf öffentlichen Baustellen, heißt es. Im Koalitionsvertrag ist ja das vereinbart worden, dass also Mindestlöhne oder verankert sind und sicher, sollte man bei der Vergabe darauf achten, dass also auch die Firmen hier die Mindestlöhne zahlen. Das ist ein Vorschlag, der zunächst mal plausibel klingt, im Detail aber dazu führen kann, dass öffentliche Auftraggeber in gewissen Gewerken in einen Wettbewerbsnachteil kommen gegenüber privaten Anbietern, die sich bei irgendwelchen öffentlichen Dingen nicht an Mindestlöhne halten müssen. Der SPD-Gesetzesantrag zu Mindestlöhnen bei öffentlichen Ausschreibungen wurde abgelehnt. Ein weiteres Thema betrifft das Instrument der Volksabstimmung. Die Freien Wähler wollen sie in die Verfassung aufnehmen lassen. Stichwort: mehr Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung durch Volksabstimmungen. Wir haben ja mit zwei Volksbegehren jetzt die Themen Bildung bedient. Abschaffung der Studiengebühren und jetzt G8, G9, und wir wollen da eins draufsetzen. Wir wollen die Bürger auch zu einer dritten Startbahn oder zur Frage Gentechnik in Bayern ja oder nein mit abstimmen lassen. Deshalb unser Gesetzesvorschlag, und ich hoffe, dass Seehofer hier den Zug erkennt und aufspringt. Bayern ist ja im Gegensatz zu anderen Bundesländern oder auch zum Bund hier mustergültig. Ich erinnere an die vielen Volksabstimmungen, die in den letzten Jahren gelaufen sind, wenn wir jetzt das Thema Raucher betrachten. Also da gab es ja die große Volksabstimmung, und wir brauchen uns hier in Bayern nicht verstecken. Ich glaube sogar, dass wir hier mustergültig und federführend sind. Das war Plenum TV mit den aktuellsten Themen und Meinungen aus dem Münchner Maximilianeum hier bei Donau TV.